Ich habe am 31. Dort gezeltet mit ein paar anderen Kollegen, haben gleichzeitig auch unsere Solidarität gegen die Campräumung in Düsseldorf und in Frankfurt zum Ausdruck gebracht. Ja, dass die Bundesregierung hat nun kein Geld für dieses Bürgerforum. Die Occupy-Bewegung hat in ihren Camps gezeigt, dass es ohne Geld geht, dass es über Spenden finanziert ist und so weiter. Dieses repräsentative Forum hier, das können Sie bauen, wie Sie wollen. Ich möchte Bürgerforen in allen Städten, in allen Kiezen, in allen Straßen, dass die Menschen wieder reden über das, was wichtig ist und nicht sich in Bilanzen verlieren oder Ähnlichem. Jawohl. Ich mache eine Wette mit euch. Wenn solche Bürgerforen in Polen existieren, in Frankreich existieren, in Griechenland existieren, was meint ihr, über was die Menschen dort reden? Über Mieten? Über Lebensmittelpreise? Vielleicht auch über Erziehung, vielleicht auch, wie man gemeinsam feiert und seine Tage verbringt. Aber ich denke, niemand käme auf die Idee, jetzt zu sagen, ey, wir müssen jetzt U-Boote bauen und die in Krisengebiete liefern. Wir brauchen Urangeschosse, womit wir Gegenden auf Jahrzehnte, Jahrhunderte verseuchen. Nein, das möchte ich nicht. Und wenn das der Preis für diesen Reichtum ist, dann verzichte ich auf diesen Reichtum. Ich möchte diesen Scheiß nicht. Nicht für diesen Preis und schon gar nicht dafür, dass unsere Waffen in alle Länder gehen. Und nicht nur Waffen. Es gibt noch viel mehr. Und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum solche Bürgerforen nicht realisiert werden. Eben weil die Menschen dann wieder über das sprechen, was sie wirklich interessiert und nicht das, was sie morgens früh aufgenormt aus ihrer Zeitung lesen. Diese ganzen Themen, diese ganze Kriegsangst, diese ganze Propaganda, es ist einfach eine widerliche Geldverschleuderei. Ich hoffe, ihr setzt euch ein in euren Städten, in euren Kiezen, in eurer Straße, dass überall Bürgerforen entstehen, dass die Menschen wieder miteinander reden und nicht übereinander. Ich glaube, dann brauchen wir so einen Zirkus wieder hinten überhaupt nicht mehr. Schönen Dank, tschüss Leute. Jawohl.